Hallo, hier ist Grumpy, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Ich habe alles wieder hinbekommen, was wir letztes Mal verkackt haben. Ich habe jetzt endlich mal heilen, habe jetzt nicht auf Steuerung, sondern auf Alt. Und dann wollte ich eben gerade aus dem Spiel raustappen, als ich alles nachgeholt habe, was wir letztes Mal versaut haben. Wie zum Beispiel, jetzt habe ich zum Beispiel drei verschiedene Sachen zum Heilen, noch zwei Medizin übrig, ich habe super viel Kram gerade. Dann will ich raustappen, drück Alt und Tab zum Raustappen und nehme direkt noch mal Medizin, muss dann alles nochmal machen. Das war schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich bin ein fucking Idiot. Okay, was ist das? Ist da was? Nein, ich denke jetzt mal, da ist irgendwas. Gut, mir fällt gerade auf, wir haben ziemlich wenige Münzen in dem Abschnitt hier gefunden. Ich weiß nicht, ob einfach nur so wenige sind, ob ich vielleicht noch welche finden werde. Aber was wir jetzt hier machen müssen, ist, ich glaube, unsere Hauptaufgabe ist halt, dass wir diesen Gegenstand hier finden, damit wir da rein können. Nee, sorry, da rein können. Und dafür müssen wir dieses eine Gebiet rein, was wir ja letztes Mal freigeschaltet haben. Das war unter so einem Insektending. Wo waren das nochmal? Ich glaube, hier lang? Ich bin gerade nicht sicher. Ich muss ein bisschen rumlaufen und gucken. Ich nehme am besten schon mal eine Flammenwerfer in die Hand, weil ich tolle Scheiße hier. Ich glaube, es war hier, ne? Hier und dann... Ich bin echt nicht sicher. Was, hier? Ja, ziemlich sicher hier drunter, ne? Da in der Ecke. Genau, hier müssen wir jetzt rein. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Ich habe einfach nur alle Sachen in der Umgebung eingesammelt, glaube ich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Kann ich damit interagieren? Nein. Okay, hier scheint absolut nicht zu sein. Ich habe leider auch keine Drogen in dem Moment gerade, die ich benutzen könnte, um zu schauen, ob irgendwas ist. Also gehen wir mal hier rein, schauen, was hier unten gibt. Das sieht sehr aus, als ob hier unten gleich normale Gegner auf uns warten würden, was mir nicht gefällt, worauf ich absolut keine Lust habe. Aber was sollen wir machen? Wir haben keine andere Wahl. Und oh, so viel dazu. Damit können wir jetzt so ein Upgrade-Ding kaufen, womit wir schneller nachladen können. Ich glaube, das wäre sehr gut. Das sollten wir tun, sobald wir wieder zurück in unserem Hinterwäldler-Van sind. Ja, fuck you, da will ich nicht rein. Ethan? Hut! Mia? Ethan! Erzähl keinen Mist mehr, Mia! Ich will antworten! Ich weiß, du hast recht und ich wollte es dir ja sagen, aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg! Oh no! Oh no, nicht der. Stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum! Tu etwas! Ethan, Hilfe! Verdammt! Okay, what the fuck? Okay, das Ding brauchen wir für die Spinne. Okay, what the fuck? Die wurde gerade entführt? Okay, ich gehe mal davon aus, wir können vielleicht Mia am Ende des Spiels sogar noch retten. Ich dachte eigentlich, die wäre halt einfach tot oder im Arsch und wir könnten nie wieder was für die tun. Aber ich glaube, wir müssen die wirklich retten. Was auch erklären würde, warum wir halt wirklich noch hier drin sind. Und mir fällt gerade auf, ja, im letzten Part hat Zoe ja gesagt, dass wir Mia retten können mit dem Serum. Deswegen sind wir überhaupt nicht im Haus. Dann habe ich gerade vergessen, ich bin doof. Tut mir leid. Ist immer komisch, wenn man so einen Tag Pause macht zwischen jeder Aufnahme. Da kann man manchmal so kleine Sachen vergessen, was da doof ist. Ich habe das ungute Gefühl, gleich kommt irgendein Gegner auf mich zu. Okay. Ich habe gerade das Spiel gespeichert, das war... Oh. Oh. Okay. Okay, das ist interessant. Problem ist, ich kann, glaube ich, gerade echt nichts. Kann ich? Nein. Fuck, das heißt, ich muss gleich nochmal zurücklaufen und das Ding schnappen. Kann ich irgendwas gerade irgendwie loswerden? Kann ich irgendwas vielleicht nachladen? Nein, nein. Oh, fuck, das Ding. Okay, das Ding brauche ich gerade halt echt eigentlich gar nicht. Vielleicht soll ich nochmal kurz zurückrennen und mir damit noch einmal Medizin machen. Vielleicht wäre das smart. Okay, ich guck mal kurz, ob ich vielleicht... Das war so klar. Verdammt! Oh Gott, fuck off! Nö! Ist ekelhaft. Oh fuck. Okay, ich wollte gerade sagen, es könnte gut sein, dass ich jetzt einfach irgendwie direkt einen Gegner triggert und ich das später machen kann. Gut, dann kann ich jetzt später einmal aufladen. Oh, was ist denn hier drin? Nichts, cool. Okay, dann brennen wir das einfach einmal weg hier. Wer ist wo? Ist safe? Kann ich hier jetzt durch? Ja, kann ich. Okay. Okay. Ich gehe mal stark davon aus, wir müssen gegen die Mutter kämpfen. Ich gehe mal sehr stark davon aus, ich muss gleich gegen die Mutter kämpfen. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. Kann ich hier raus? Ah, hier war ich ja schon. Hier ist einfach der Ausgang zurück. Okay. Okay, ich glaube, ich muss gegen die Mutter kämpfen. Was habe ich alles dabei? Ich habe okay viel Schuss für das Ding. Ich weiß nicht, ob ich die Waffe hier benutzen sollte gegen sie. Das ist eher so ein Insektending. Aber ich gehe mal stark davon aus, sie wird mit Insekten kämpfen. Weil das komplette Kapitel hier geht einfach nur um scheiß Insekten. Und Spinnen und anderen ekligen Scheiß. Nee, ist nichts, sonst habe ich schon geguckt. Okay. Aber gut, ich kann mich einmal nochmal Bonus heilen danach. Das weiß ich jetzt, das ist sehr gut, interessant.
glaube, ich soll vor der wegrennen, oder? Ich glaube, ich soll die nicht angreifen. Ich weiß es ja nicht, aber ich habe das starke Gefühl, ich soll die nicht angreifen. Ich glaube, ich muss mich einfach nur vor der entfernt halten. Wenn die hier reinkommt, dann weiß ich es. Ich gucke da unten gerade zwischen die Lücke hier. Da. Und wenn sie rechts läuft, kann ich links noch vorbeilaufen. Ich gehe mal stark davon aus, sie wird mich auch One-Shot töten. Kommt die? Kommt die überhaupt? Vielleicht kann ich auch gegen die kämpfen? Ich glaube nicht, oder? Die wird auch unsterblich sein. Also zumindest jetzt noch. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gegen sie kämpfen sollen. Weil ich muss erstmal in diesen einen Raum da rein. Okay, wo läuft die lang? Okay. Die kommt gerade auf unsere Richtung zu. Das ist gut. Okay. Ich bin, wie gesagt, ich bin immer noch extrem begeistert von dem Spiel. Ich kann absolut nichts Negatives sagen. Ich finde das Spiel bis jetzt wirklich ungelogen perfekt. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Horrorspiel gespielt, was so extrem gut inszeniert ist wie das hier. Es fühlt sich einfach an, als ob man durchgehend in einem Film drin wäre. Und das ist so unglaublich gut und spaßig. Oh, scheiße. War ich das? Das war ich nicht. Das war sie. Okay. Vielleicht bin ich gerade ein bisschen langsam. Aber ich will nicht unbedingt in die Scheiße reinrennen. Oh, fuck. Oh Gott, was kriegt knapp. Okay, sie läuft links lang, ich kann rechts dann vorbei. Lauf bitte weiter. Nicht zurück, nicht zurück. Warum? Wo läuft sie lang? Warum wieder raus? Warum konntest du nicht weiterlaufen? Ich wollte an dir vorbeilaufen, dumme Schlampe. Du Miststück. Warum tut die das? Okay, ich darf ihr nicht begegnen. Sonst wird die nicht so langsam hier rumpatrouillieren. Scheiße. Aha. Verdammt. Was verdammt? Nicht umdrehen. Genau, einfach weiterlaufen. Oh no. Ich hoffe, die merkt das nicht. Ist ja nicht so laut. Oh mein Gott. War ja nicht so laut. Hat bestimmt nichts mitbekommen davon. Und ich stehe ja noch nicht in der Ecke mit einem brennenden Ding in der Hand. Das merkt man ja nicht. Lauf bitte einfach nicht hin, wo ich gerade stehe. Ja, ich bin im Arsch. Ich bin sehr im Arsch. Oh, hat das irgendeinen Zweck? Nein, das hat absolut keinen Zweck, oder? Fuck. Oh Gott. Oh Gott. Hat das irgendeinen Zweck, was ich gerade tue? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sollte das nicht tun. Ich habe einen riesigen Fehler begangen. Okay, du mieses Stück Scheiße. Ich habe genug von dir. Kann ich gegen... kann ich gegen die kämpfen? Nein, ich kann nicht gegen die kämpfen. Ich hätte nicht meine scheiß Munition für... Fuck, ich Idiot. Fuck. Okay. Okay. Ich lade neu. Bis gleich. Okay, ich bin genau da wieder gespawnt, wo sie jetzt gleich auf uns zuläuft. Das ist sehr gut und sehr angenehm. Na klar. Gut. Ich weiß, ist ein bisschen doof, dass ich jetzt... Ja, es ist so ekelhaft. Ich weiß, es ist ein bisschen doof, dass ich jetzt so direkt neu laden muss, aber ich glaube einfach, ich hätte keine Chance, einfach weiterzuspielen, wenn ich gefühlt 500 Schuss mit dem Flammenwerfer verbraucht habe. Weil ich dachte, das hätte ich machen müssen. Es war doof. Ich will mich lieber die Munition behalten. Ich bin gefühlt auch einer der wenigen YouTuber, der das Scheißspiel auf normal spielt, habe ich gemerkt. Die meisten spielen jetzt irgendwie auf einfach. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Hätte ich nicht so Probleme mit Munition und sowas. Okay, ist sie hier? Okay, wir können auch ziemlich einfach vorher wegrennen, wissen wir jetzt. Das ist sehr gut zu wissen. Hier war es zum Einsammeln, nächstes war da hinten. Okay, wie war, machen wir das jetzt? Okay, ich glaube, ich warte, bis sie hier in den Raum reinläuft. Oh. Was war das? Oh Gott, war es knapp. Okay, ich stelle mich auf die Seite hier und warte, bis sie in die Ecke läuft und dann laufe ich ihr vorbei nach da hinten rein.
Das ist der einzige Plan, den ich gerade habe. Und ich hoffe, das funktioniert halbwegs. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß übrigens nicht, was das für ein Raum war, in dem ich eben war. War ich da überhaupt schon mal drin? Ich glaube, die haben Sigurd geöffnet, ne? Jetzt dauert es halt ein bisschen, bis sie hier hinkommt. Jetzt muss sie erst einmal komplett im Kreis laufen, nach da hinten in den Raum, wo sie mich eben gesehen hat. Okay. Ich darf aber mich nicht von ihr erwischen lassen. Das habe ich jetzt verstanden, weil ich verliere viel zu viel Leben dadurch. Und das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. Okay. Ich würde eigentlich gerne nochmal zurück zur Truhe gehen, damit ich einfach die Münze abgeben kann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Ich hatte müsste in eine andere Richtung laufen. Ich finde die Orientierung in dem Haus hier ziemlich schwer, muss ich sagen. Ah, nee, nee. Wenn ich zur Truhe will, müsste ich an ihr vorbei, links lang laufen, dahin und dann da raus, glaube ich. Kommt jetzt? Ich glaube, sie kommt jetzt. Wenn sie jetzt gleich links neben mich hinläuft, kriege ich an ihr vorbei. Und wenn ich bei der Tür bin, sprinte ich los, gehe rechts rein, durchsuche da erstmal alles und gehe dann möglicherweise raus, wenn sie in den Raum reinläuft. Da müsste ich eigentlich safe sein. Ich weiß ihre Patrouille nicht genau, also wie sie läuft. Das ist ein bisschen doof, aber ich glaube, sie kommt gleich zu mir. Ja, sie müsste jetzt kommen, oder? Klingt zumindest sehr so. Ich weiß, ich spiele es gerade sehr langsam. Ah, sehr gut. Aber ich dachte mir, es ist irgendwie cooler, wenn ich so atmosphärische Sachen wie das hier einfach drin lasse. Okay, sehr gut. Lauf weiter. Lauf weiter. Alles gut. Alles gut. Okay. Oh, fuck you. Oh, hab ich gar nicht gesehen, oder? Nö, der hat einen Scheißdreck gesehen. Ach, hier war ich schon drin. Okay, das Ding soll ich vielleicht trotzdem wegbrennen. Okay, 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 okay. Hier gibt's, glaube ich, nichts einzusammeln, oder? Muss ich hier lang? Wo bin ich? Ach, hier bin ich. Bin ich einmal im fucking Kreis gelaufen? Hätte ich das Ding überhaupt umlegen müssen? Aber gut, jetzt habe ich zumindest genug Platz hierfür, weil ich nachgeladen habe. Das ist immerhin was. Das heißt, ich könnte theoretisch noch so ein Heilding bauen. Okay. Ich hätte an dir vorbeilaufen müssen und nicht da rein, wo ich lang gelaufen bin. Ich bin fucking dämlich. Ja, das war vielleicht ein bisschen doof. Das hätte ich vielleicht nicht unbedingt machen sollen. Okay, jetzt muss ich vielleicht nochmal warten, bis sie auf mich zuläuft, ne? Und dann eher vorbei. Oder ich sprinte einfach. Aber das ist, glaube ich, zu gefährlich. Das soll ich nicht machen. Aber gut, alles, was ich jetzt gerade hinbekommen habe, ist Munition zu verbrauchen. Das war dumm. Ich bin so doof. Ich hätte überhaupt nicht hingehen. Ach, scheiße. Okay, aber dann kann ich nur kurz in der Zeit von meinem Leben-Ding herstellen. Jetzt habe ich einen Platz mehr im Inventar. Gleich zwei, wenn ich die Münze abgeben würde. Das wäre gut. Das wäre sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt gegen die Mutter kämpfen müssen. Warte mal. Ich glaube, die ist gerade rechts. Okay. Ich glaube, ich kann lossprinten. Okay. Sehr gut. Ich glaube, die war gerade direkt hinter mir. Das ist gut. Das heißt, ich kann jetzt das Ding machen. Und muss jetzt einfach nur gucken, wie ich das... Oh Gott, keine Ahnung. So, und jetzt einmal... Ja. Das ging schnell. Das war einfach. Okay. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht direkt auf mich zugerannt, weil das wäre sehr böse. Ich will mich jetzt eigentlich nochmal erstmal einmal zur Truhe rennen. Die war doch hier, ne? Ja, die war hier. Und meine beschissene Münze abgeben, damit ich einfach mehr Platz habe. Weil vielleicht kann ich demnächst noch ein paar Gegenstände einsammeln. Und dann wäre es, glaube ich, ziemlich gut, wenn ich die ein bisschen mehr Platz im Inventar hätte, ne? So. Das Ding brauche ich auch nicht gerade, ne? Schießpulver. Ey, das ist gerade echt scheißegal. Ich hab größere Probleme mit fucking Schießpulver gerade. Festbrennstoff, Pillen, Spaltmittel. Soll ich noch Munition herstellen? Ich stelle keine Munition her. Aber ich hoffe, dass ich noch neue bekomme. Ich versuche jetzt absolut jedem Gegner aus dem Weg zu gehen, wenn irgendwann ist. Allem, was in irgendeiner Form geht, einfach aus dem Weg gehen. Weil ich glaube, ich werde sehr viel Munition brauchen. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich gegen jedes Familienmitglied einmal kämpfen muss. Dass jeder halt ein Boss ist. Deswegen bin ich ein bisschen nervös. Und will ein bisschen Munition sparen. Weil für die brauche ich, glaube ich, echt immer am meisten Munition. Weil das sind die einzigen, die ich halt nicht aus dem Weg gehen kann. Oh Gott! Mist! Fuck! Oh, das ist ekelhaft! Oh, scheiße! Ja, das kann ich verstehen. Dachte ich mir auch gerade. Fuck! Okay, wenn ich der Spielentwickler gewesen wäre, ich hätte mir voll so ein Ding ins Gesicht fallen lassen. Ich wäre so ein Arschloch gewesen. Wenn schon, denn schon, ne? Ist irgendwas zum Einsammeln? Ich meine, hier waren wir schon mit Mia. Den Ort kennen wir ja. Ah, ein Kraut. Das ist schön.
Festbrennstoff ist auch schön. Okay, ich muss echt immer überall unten in den Ecken gucken, weil die verstecken echt an beschissenen Stellen Sachen. Das machen die schon ganz cool, muss ich sagen. Ist hier noch irgendwas? Ist da vielleicht irgendwas in der Ecke? Nein. Was ist denn das da? Nee, ist einfach nur eine Kerze. Okay. Okay. Da geht's nach oben. Mir wurde gesagt, ich darf nicht nach oben gehen. Okay, Hilfe. Ah! So ein Ding habe ich nicht. So ein Ding habe ich nicht. Das brauche ich aber weiter hinten auch nochmal, um in so ein kleines Bootshaus oder sowas reinzukommen. So, so eine Spule. Oh, okay. Dann geht's mal nach unten. Warte mal, ist das nicht... Das ist doch die Stelle, wo Mia versucht hat abzuhauen vor ihr, oder? What the fuck ist das? Das ist ein Rohr. Ich dachte schon, es wäre irgendein riesiger Käfer oder sowas. Das wäre sehr ekelhaft gewesen. Kann ich hier rein? Okay, mach's Licht bitte wieder an. Dankeschön. Kannst du dich aber die ganze Zeit anlassen vielleicht? Das wäre eine halbwegs große Hilfe. Ich nehme mal kurz ein Messer in die Hand, falls irgendwo ein Insekt ist oder sowas. Ha, oder so. Oh. Käfer. Soll ich die Droge nehmen? Ich glaube, ich helfe sie mir jetzt erstmal auf, weil ich habe noch relativ Platz. Oh. Fuck you. Bringen die mir eigentlich irgendwann mal was? Nee, ne? Oh Gott, ey. Ihr sollt weggehen. Ihr seid ekelhaft. Ihr seid echt ekelhaft. Ich hasse Insekten. Oh. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das werden wir brauchen. An vielen Stellen. Was ist das überhaupt alles? Ach, das ist so Dämpfmasse oder sowas, ne? Zum Abdämmen. Dämmmasse, nicht Dämpfmasse. Okay, ich schaue mich hier gerade mal überall wirklich präzise um. Weil ich Angst habe, irgendwo irgendeinen Gegenstand zu verpassen. Weil jeder fucking Gegenstand im Spiel ist echt wichtig. Das haben sie... Oh. Aha. Aha. Sehen wir mal, was haben wir da gefunden, meine Freunde? Dann können wir noch mehr Leben herstellen. Das gefällt mir. Jetzt können wir uns fünfmal heilen. Ne, viermal. Fünfmal? Oh, die Dinger stacken nicht. Scheiße. Die Dinger stacken nur dreimal. Ist nicht so cool. Vielleicht sollten wir doch gleich mal die Droge nehmen. Ich weiß nicht. Oh, fuck off. Nope. Nope. Scheißvieh. Okay, ich gehe mal stark davon aus. Ist das was? Kannst du bitte nicht. Lass uns Vieh umlegen. Nicht, kannst du bitte nicht die ganze Person da hoch zu klettern, Alter? Dankeschön. Danke. Gut, jetzt wurde. Alter! Will du mich verarschen? Dankeschön. Der hat gerade dreimal die Animation abgebrochen mit dem Hochklettern. Und deswegen wurde ich dann angegriffen. Das ist doch nicht cool. Aber gut. Wir haben noch ein Kraut. Wir können uns viermal heilen. Wir können uns viermal ziemlich gut heilen. Einmal komplett voll. Und die Droge. Sollen wir die Droge nehmen? Fuck it, wir nehmen die Droge jetzt. So, ist. Da oben. Na gut, da können wir nicht hin. Oder können wir da schon hin? Oh, da in der Ecke. Okay, was ist das hier? Okay, ich lese das gleich durch. Erstmal gucke ich kurz, was hier drin ist. Ja. Soll ich nochmal Leben herstellen? Fuck it. Ich glaube, ich kann nicht genug Leben haben. Dafür brauche ich einen Vogelschlüssel. Den haben wir definitiv noch nicht. Okay, ich lese mir ganz kurz das Ding hier durch. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde es nicht merken? Selbst nachdem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, in irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du, meinem Altar anzustellen? Du lässt besser einen dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Kind und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünsche, du wärst nie geboren worden. Warum ist so komisch geschrieben? Unausstehlich, armselig, aber immer so herab... schauend und uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen, nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, 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 armselig. Wenn du mein Altar nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Okay. Herab. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendein Tipp ist, wie das geschrieben ist. Es könnte sein. Okay, da oben sind definitiv Sachen. Das heißt, wir müssen auch nochmal nach oben gehen. Okay, mein Tipp, wie ich schätze, wie es jetzt abläuft. Also, es ist hier drin. Oh, fuck. Ah, ne, wir müssen hier lang. Ich werde jetzt in dieses Bootshaus oder was auch immer das ist gehen. Warte mal, kann ich das Ding mitnehmen? Ich hoffe schon. Und werde dann da den Vogelschlüssel bekommen. Und ich glaube, den Vogelschlüssel... Kann ich das Ding wieder mitnehmen? Ja, den Vogelschlüssel brauche ich auch noch im normalen Haus. Da würde ich ihn auch nochmal brauchen. Okay, ich habe den Drogen einfach nur verschwendet, ne? Komplett verschwendet. Ich glaube, sogar hier muss ich lang. Nee, fuck. Ich habe mich schon gefreut, dass ich direkt da bin, wo ich lang muss. Aber natürlich nicht. Natürlich fucking nicht. Ich habe zwei Plätze, das ist sehr gut. Okay.
So. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Was ist denn hier Schönes? Oh. Alter, das war... Das ist aber assi versteckt. Ist vielleicht auch hier unten irgendwas? Nee, ne? Nee, aber das war echt assi versteckt. Ihr Arschlöcher. Ihr miesen, dummen Wichser. Kann ja ernst sein. Okay. Die ist dahinter. Die dumme Schlampe ist dahinter. Und ja, ich werde übrigens weiterhin einen Stundenparts machen. Weil ich finde es atmosphärisch einfach viel, viel, viel besser als 20 Minuten oder so. Okay, wo komme ich hier raus? Genau, hier. Hier, hier, hier. Hier meinte ich. Erstmal die ganzen scheiß Viecher umlegen. Fuck, 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 fuck. Mich nicht von denen angreifen lassen. Wo bist du? Oh Gott, das ist nicht gut. Okay, einer. Zwei, sehr gut. Okay, und jetzt hier rein. Da drin wird 100 pro ein Schlüssel sein. Ich sag euch, da drin ist der fucking Vogelschlüssel. Und das ist sehr gut, damit kommen wir nämlich wirklich weiter. Bitte greif uns nicht an von hinten. Okay. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass die Mutter uns genau dann angreift. War da das Ding noch? Ja, wir haben es noch. Okay, was ist hier jetzt drin? Was finden wir hier jetzt schön? Erste... Heilige Scheiße, wir können uns 7-mal heilen. We're fucking good, boys. Oh. Nope. Es war so klar. Es war so fucking klar. Problem ist, wir haben keinen Platz mehr. Scheiße. Können wir irgendwas... Ich muss eigentlich zurückrennen und die Münze abgeben. Oder ich werfe das weg. Das würde aber innerlich sehr weh. Oder wir brauchen wir die Kurbel noch? Ich glaube nicht. Aber. Warte mal. Oder renne ich einmal kurz. Es ist jetzt halt echt umständlich, da wieder hinzurennen. Ne? Es ist wirklich richtig umständlich jetzt. Weil wir mussten immer komplett mit der vorbei. Jetzt ist, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr miese Situation, weil ich muss mich für irgendwas entscheiden. Brauchen wir die Kurbel noch? Kann ich sie... Ich kann sie nicht wegwerfen. Okay. Kann ich... Ja, theoretisch könnte ich das wegwerfen. Ich könnte theoretisch auch die Munition dafür wegwerfen, für die Magnum. Ich weiß nicht, wie gut die ist. Also was ich schon mal machen kann, ist theoretisch, dass sie nachladen. Aber ich habe halt immer noch so viel Schuss übrig. 65 Schuss ist wirklich viel. Das brennt ein komplettes Nest nochmal weg. Ich glaube, ich muss echt halt ohne Scheiß zurückrennen. Und die Münze abgeben. Und die Kurbel abgeben. Und den Festbrennstoff abgeben. Und dann wieder hier hinrennen. Ey, sorry. Ich weiß, es ist mega die Zeitverschwendung, in Anführungszeichen. Aber ich will nicht sterben. Hi. Okay, das ist gut. Da kann ich vielleicht direkt hinterher rennen, wenn sie jetzt nicht einfach geradeaus weiterläuft. Gib bitte einfach nach links. Zum Glück ist sie taub. Das ist sehr gut. Zum Glück hört die einfach absolut gar nichts. Okay. Ich muss ja... Fuck you. Ich muss echt sagen, es ist in dem Spiel wesentlich besser gemanagt mit dem Platz, weil man hat halt wirklich mehr Platz, das finde ich angenehmer. Oh Gott. Okay, kann ich vielleicht drum herum rennen? Das müsste eigentlich auch gehen, oder? Also hier lang zu rennen. Was ist das? Habe ich schon nachgeguckt, da war nichts drin, ne? Da war nichts drin, genau. Natürlich nicht. War das hier? Nein, fuck. Ich Idiot. Wir müssen eins weiter. Oh, wir können jetzt eigentlich drum herum laufen. Stimmt ja. Was ist eigentlich hier drin? Frag mich, was hatten wir nochmal? Achso. Okay, alles klar. Ah. Okay, also wir können hier wirklich einmal um sie herum rennen. Theoretisch. Ich renne einfach. Fuck it. Oh Gott, warum? Wieso, 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 wieso? Warum waren da Insekten? Fuck you. Warum waren die da? Na gut. Okay, wir können einfach einmal komplett drum herum rennen. Ich glaube, dann begegnen wir überhaupt nicht.
Ist ganz praktisch. So, okay. Fucking hell. Was? Kurbel, scheiß auf die Kurbel. Scheiß auf die Münze. Scheiß auf den Festbrennstoff. Dann kann ich mir was herstellen im Notfall. Jetzt haben wir noch 3 freie Plätze. Gefällt mir wesentlich besser. Pillen. Die Pillen könnte ich theoretisch irgendwas kombinieren. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Was wir aber machen werden. Wir haben so viel Leben. Ich glaube. Ich stelle mir einmal Munition her. Kann ich eins davon drüber machen? Ja, kann ich. Okay. Also, hier. Kombinieren mit dem Zeug einmal. Jetzt haben wir das. Und jetzt machen wir uns... Hä? Achso, weil wir 7 haben. Okay, jetzt machen wir uns einmal Munition. So. Ich glaube nämlich, wir haben mehr als genug Leben und ich hätte lieber noch ein bisschen Munition. Auch wenn ich weiß, dass die Pistole wirklich nicht so super fucking stark ist. Aber trotzdem. Wie viel Leben haben wir eigentlich? Nicht viel. Egal. Egal, egal. Es sollte rein. Ah, ich speichere lieber nochmal. Lass die Tür offen, du Arschloch. Dankeschön. Okay. Ich weiß, ich gehe es gerade sehr langsam an. Oh, ich muss irgendwas überschreiben. Den hier, weil der ist von ganz am Anfang. Den werde ich kaum noch brauchen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt aufpassen, wie wir speichern. Gut, gut. Gut, gut. Wo laufen wir jetzt lang? Ich kann theoretisch durch den Insektengang hier durch, was vielleicht sogar smarter ist, weil da fucking Insekten sind. Also, fliegende Insekten. Deswegen gehe ich lieber einfach hier durch. Dauert jetzt ein bisschen. Ich glaube, ich nehme schon ziemlich lange auf. Ja. Ich bin echt gerade langsam. Ich bin gerade echt langsam. Ah, aber ihr wolltet, dass ich nichts weg hatte. Und ich glaube, ich mache die Folge jetzt wirklich ein bisschen länger. Ich glaube, ich mache die Folge 1 Stunde 20 Minuten, 1 Stunde 25, irgendwas um den Dreh. Weil ich bin gerade echt langsam. Also keine Angst, wir wollen hier noch sehr viel sehen. Wir werden hier noch sehr viel sehen. Okay, das ist übrigens auch ein Weg, den ich benutzen kann, um dann da hochzukommen. Das ist interessant. Also ich kann hier mehr oder weniger komplett aus dem Weg gehen, glaube ich. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, jetzt hole ich mir den Schlüssel. Jetzt war gar nicht hier. Ich bin doof. Okay. Ich weiß, ich habe nicht unbedingt die beste Orientierung hier. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch echt nicht so einfach. Nicht so gut. Weil alle fucking Türen genau gleich aussehen. No. Nicht mich angreifen. Verfolgt die mich? Verfolgt die mich eigentlich oder gibt die einfach auf? Ich kann vielleicht einfach kurz hier draußen warten, weil ich bin vielleicht einfach safe. Okay, ich glaube, die kommt gar nicht. Da sind definitiv Insekten. Das heißt, ich muss... Ach, scheiße. Gut, dann gehe ich dann einfach hier lang. Wenn ich jetzt voll in die Arme renne, ist ja nicht so gut. Ich gucke da jedes Mal drauf, ne? Ich muss da rechts lang, ist das beschissen, ne? Sie ist rechts. Ah, fuck my life. Okay, lauf bitte einfach nach links und nicht nach rechts. Also nicht zu mir. Fuck, ich glaube, ich muss die wegbrennen. Ich glaube, ich muss die wegbrennen, sonst kriege ich... Oh, fuck. Hi. Lauf weiter. Ich glaube, ich muss mich um die Insekten kümmern. Okay, fuck. Oh, no. Oh ja, ist so gut, ist 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 gut, fuck you. Ja, ich weiß, ich bin Arschloch. Natürlich bin ich ein Arschloch, lass mich in Ruhe. Dumme Schlampe. So. Krähenschlüssel, dankeschön. Wie viel Leben habe ich? Wenig. Das heißt, ich muss jetzt einmal heilen. Mit Alt. Nicht mit Steuerung. Weil ich habe das geändert, weil ich smart bin. So, habe ich volles Leben eigentlich? Ja. Habe ich das beschissene? Nee, ich dachte schon, ich hätte das extrem starke genommen. Was jetzt vielleicht gar nicht so doof gewesen wäre. Ich kann schon mal nachladen. Okay, für eine Gruppe Insekten brauche ich ca. 20 Schuss mit dem Ding. Sehe ich sie eigentlich durch die Fenster? Ja, tue ich. Tue ich tatsächlich. Also renne ich einmal... Warte mal, wo genau ist sie? Kommt sie hin, wo ich bin? Oder geht sie... Ich glaube, sie geht weg. Okay. Okay, 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 okay. Wo ist sie? Okay, gut. Also, da oben hin. Und ich habe ein ungutes Gefühl, dass wir sie gleich bekämpfen müssen. Weil wir mussten jetzt so lange vor ihr weglaufen und sie irgendwie aus dem Weg gehen. Dass ich ein bisschen Angst habe, was jetzt hier oben passiert. Oh Gott! Fucking hell! Das war so klar. Das war so fucking klar. Okay. What?
Fallen wir da runter? Wir fallen da runter, oder? Ja, das war so klar. Scheiße. Wo zur Hölle sind wir? Okay, du kleiner Schwanzlutscher. Jetzt wird's richtig ernst. Oh Gott. Was hast du davon, die Nase in Orte zu stecken, an denen Oh Gott. Kann ich irgendwie raus oder so? Kann ich irgendwas machen hier unten? Oder bin ich einfach im Arsch? Ich muss sie anzünden. Okay, ich kann sie anzünden. Fuck. Oder muss ich rausklettern? Komm, fuck you. Kannst du einfach umlegen schnell? Du denkst, du kannst einfach rein. Fuck. Ich hab meine Familie vergreifen. Okay, ich kann sie anzünden. Ich kann sie anzünden. Die Viecher sind am schlimmsten, weil die kriege ich mit Flammenwerfer nicht so schnell tot. Diese Scheißviecher. Komm doch runter! Danke. Scheiße. Oh, ist das schlimm. Kann ich eigentlich hochklettern? Ich kann hier hochklettern. Okay, ich kann aber nicht hochklettern, solange ich... Okay, ich habe schon gerafft. Oh Gott, sieht es ekelhaft aus. Fucking hell. Heil dich. Sehr gut. Oh Gott, netter noch. Ich krieg voll aufs Maul. Ich habe nicht nur viel Munition, das ist nicht gut. Kann ich sie anzünden? Ich kann sie anzünden. Okay, muss ich vielleicht hochklettern? Ich versuch's auf jeden Fall. What? Oh! Oh, ich hab sie umgelegt? Oh! Oh! Cool! Das wusste ich. Hätte ich einfach... Oh! Tschüss! Was ist gerade passiert? Okay, entweder... Hätte ich einfach nur einmal hochklettern müssen. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, sie ist genau dann gestorben, als ich hochgeklettert bin. Es war einfach Glück. Und ich musste sie einfach ein paar Mal anzünden. Oh, das war aber echt. Das war böse, ne? Das war überraschend böse. Ich bin jetzt schon fast wieder tot. Übel. Okay, ich nehme nochmal eins von den schwachen Dingern. Wie viel halten mich das? Oh, ich habe überall so Insektenstiche auf der Haut. Das sieht richtig ekelhaft aus. Das haben die echt gut gemacht, muss ich sagen. Okay. Gut, immerhin können wir jetzt hier hoch. Schätze ich. Oh, das war ekelhaft. Das war echt... Das ist ein ekelhafter Bossfight. Ich hoffe, es gibt keine Insekten mehr jetzt. Ich will diesen Tau... Oh Gott, what the fuck, Alter. I don't like this. Nichts hier drin. Hier wird irgendwas Wichtiges drin sein. Target acquired. What? In der Lage, Serum synthetisieren. D-Serie Gehirnnerv, peripherer Nerv. Ich glaube, das ist es. Kann ich es auch nehmen? Nein? Cool. Du sagst einfach nur, ja, das ist es. Und dann gehst du... Okay, gut. Ja, wir haben Serum gefunden. Dann gehe ich wieder. Au. Oh. Ja, great. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas einsammeln muss hier. Nein, anscheinend nicht. Ich hoffe, wir sind jetzt erstmal ein bisschen safe. So. Oh, das war heftig hart. Unangenehm. Hast du ein Serum gefunden? Sure. Du musst mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Serum. Hab keins gefunden. Oh. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Achso, ich dachte, es wäre da drin gewesen. Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf. Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Wir sollen einen Arm finden? Ich bin D-Serien. Ich weiß, dass die Monster oder Zombies, wie auch immer man sie in jedem Resident Evil Teil nennen will, immer irgendwas mit einer Serie im Namen haben. Also was brauchen wir? Gehirnnerven, peripherer Nerv von einer D-Serie. Was ist denn eine D-Serie? Sind das die Viecher, die uns die ganze Zeit bekämpfen, die ekelhaften Scheißdrecksviecher? Wenn ja, okay. Ich habe übrigens jetzt sehr viel Munition. I like this. Okay, ich schaue mich jetzt erstmal ein bisschen entspannt, weil ich glaube, ich kann mich jetzt wirklich ein bisschen in Ruhe umschauen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht sofort umgelegt werde von allem. Cool. Okay, ist hier irgendwas? Oh,
11. Oktober, habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Ich sehe und höre Dinge, mir ist ständig schlecht, bin zum Arzt in die Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober, habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen, jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Okay, also in einem Geheimraum im ersten Stock hier ist ein Arm. Das war ein sehr geheimer und subtiler Hinweis gewesen. Wo wir wohl diesen Arm finden können? Das ist schön, Flintmunition, die gefällt mir. Okay, also hier geht's weiter. Ich tolle Scheiße nicht, ich habe das ungute Gefühl, dass gleich ein normales Monster kommen wird. Wenn aber okay, mit denen kann ich glaube ich mittlerweile ganz gut umgehen. Ich hasse ja so ein Wackelding. Ach, ist es auch. Okay, das sah nämlich gar nicht so aus am Anfang. Okay, sehr subtiles Rätsel. Ich musste also irgendeine Lampe dran machen, ja? Habe ich eine Lampe? Ich glaube nicht. Ja, aber ich habe eine antike Münze. Noch eine. Okay. Moment mal, kann ich da vielleicht einen Schlüssel dran machen? Kann ich da vielleicht den fucking Schlüssel? Das kann nicht verwendet werden. Also muss ich irgendwo eine Lampe finden. Oder habe ich irgendwas anderes? Moment mal, soll ich vielleicht mit dem Vogelschlüssel? Erst mal kurz gucken, ob hier vielleicht auch irgendeine Lampe ist. Ich bin mir gerade nicht sicher und wenn das nicht stimmt, ist es die größte zeitverschwendende Geschichte von Zeitverschwendung. Ich meine aber irgendwo im Haus, wo wir am Anfang waren, war eine Tür, die wir mit einem Vogelschlüssel öffnen können. Wenn das nicht stimmt, renne ich halt einfach einmal komplett durch die ganze Welt. Komplett umsonst. Das gefällt mir nicht. Aber da unten ist eine Lampe. Warte, war nicht gerade noch? Okay, das heißt, wir müssen runter und kriegen jetzt einen richtigen Bosskampf. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir. Kann ich speichern? Nein. Okay, gut. Ich habe mir schon gedacht, das wird so einfach gewesen. Na natürlich, die Bitch hatte eine Lampe dabei. Die brauche ich. What the fuck? Teufel! Das ist neu. Oh nee! Ich habe mich schon gefreut, dass das war. Ich habe 6 Schuss hier mit. Fuck that. Komplett nutzlos. Okay. Gut, nehme ich die Flinte. Immer schön der Flinte vertrauen. Scheiße, ich habe echt gehofft, das wäre schon gewesen. Natürlich nicht. Natürlich fucking nicht. Muss ich jetzt gegen eine Spinnenmutter kämpfen? Oh nee. Aber gut, die hält das Licht. Oh, ich bin wieder. Warte, wo bin ich gerade? Bin ich hier sicher? Ist hier irgendwo ein Monster? Ah! Ah! Das ist gut. Kann ich wieder aufmachen auch? Nein? Dankeschön. Okay. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, wir sind zumindest wieder. Nee. Zurück in dem Gebiet und können jetzt da reingehen. Ich gucke gleich mal kurz nach, ob in dem alten Haus vielleicht doch irgendwas ist. Und, bevor ich das mache, nehme ich mal kurz die ganzen Münzen und kaufe mir davon mal was. Kaufe mal was Schönes. So. Und, das kann ich irgendwas noch nach links machen. Ja, die Mac-Munition brauche ich überhaupt nicht. Ich habe Inventar. Sonst noch irgendwas. Kurbel. Ich brauche die erstmal nicht mehr. Aber ich nehme sie trotzdem mal mit. So, okay. Und ich kaufe mir jetzt den Stabilizer. Damit kann ich schnell nachladen, ne? Das war der. So, kann ich einfach alle auf einmal reinmachen? Geht das nicht? Nee, ich muss hier wirklich alle einzeln reinmachen. Okay. Frage ist, die beiden anderen Münzen nicht übrig habe. Ob ich noch 9 voll bekomme, um diese Waffe zu kaufen? Glaube ich nicht. Ich glaube es kaum. Okay, dann machen wir uns den mal rein. Entspannte Muskeln reduziert Stress, wodurch sie schneller nachladen können. Das klingt sehr gut. Das klingt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Nachladegeschwindigkeit erhöht. Okay. Die Münzen gehen jetzt wieder da rein. Und ich gucke mal ganz schnell im alten Haus nach. Was jetzt vielleicht sicher ist? Ich bin mir nicht sicher.
Was möglicherweise ja vielleicht jetzt safe ist. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich einfach dahin muss, wo ich eben was gesehen habe. Weil da war noch ein Bonushaus und ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Ich glaube zumindest, es war ein neues Haus. Warte. Okay, ich dachte, ich hätte drin Schritte gehört. Soll ich mal kurz im Haus nachgucken? Ich glaube, ich renne mal kurz einmal durch und schaue nach, ob da vielleicht irgendwo... Also ich weiß, ganz unten war eine andere Tür. Irgendwas anderes. Ganz unten, also ganz unten, war, glaube ich, eine Schlangentür. Ja, da war eine Schlangentür. Das heißt, da muss ich theoretisch... Ich glaube, ich weiß wo. Oh, yes. Hier, direkt hier vorne. Da war so ein Mini-Raum. Und ich glaube, in diesem Mini-Raum war eine Vogeltür. Wenn das stimmt, bin ich gerade richtig, richtig froh. Dann freue ich mich wirklich extrem. Es müsste direkt hier gleich vorne sein. Wenn ich hier ein bisschen durchrenne. Hier. Yes! Ist das eine Vogeltür? Ja! Nice! Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Habe ich eine Schlüssel noch? Ja, den habe ich noch. Oh. Hallo? Hallo, Freunde! Was ist denn das Schönes? Haben wir Granatwerfer gefunden, ja? Heilige Scheiße! Das gefällt mir. Flammengranaten, Flintenmunition. Okay, das ist definitiv nur dafür da, um mich ein bisschen auszurüsten. Finde ich aber Festbrennstoff. Okay, können wir uns herstellen. Ich kann aber... Problem ist, was ist das Festbrennstoff, ne? Ich will mal kurz... Kann ich ihn nicht ausrüsten vielleicht? Warte, wie kann ich den auf irgendeinen Hotkey legen? Moment, weil ich habe ja keine Munition mehr für den Flammenwerfer. Deswegen würde ich das irgendwie ganz... Kann ich den irgendwie... Hey, wie kann ich den denn... Kann ich den nicht irgendwie vielleicht auf einen Hotkey legen oder sowas? Wo geht das nicht? Ah, so, okay. Wenn ich ihn jetzt auswähle... Kann ich vielleicht beide Schuss reinmachen? Nein, kann ich nicht. Festbrennstoff ist halt... Brauche ich das? Ich kann theoretisch einfach erstmal drin lassen und wissen, dass ich da einen habe. Und den Flammenwerfer vielleicht in eine Truhe reinlegen. Ich weiß nicht, wo hier irgendwo eine Truhe ist. Vielleicht finde ich ja irgendwo eine. Ich weiß, oben ist. Oh, ich kann kurz einfach. Ich glaube, hier gab es auch irgendwo eine. Wenn ich kurz nach unten gehe, dann gehe ich kurz mal zurück, schnapp mir das Ding. Weil ich weiß, ich glaube, ich brauche echt einfach alles, was ich in irgendeiner Form finden kann. Weil ich habe nicht so unglaublich viel Ressourcen in dem Spiel. Hier war das. Genau, hier. Jetzt gehe ich da kurz rein. Mach, glaube ich, den Flammenwerfer da rein, weil ich glaube, den brauche ich jetzt erstmal nicht. So. Flammenwerfer, wo bist du? Du bist hier. Weil ich habe echt keine Munition von denen gerade. Kurbel mich auch rein, weil die brauchen wir anscheinend... Oder vielleicht brauche ich die gleich... ich mache sie rein. Ich kann draußen ja im Notfall nochmal das Ding holen. Das mache ich auch rüber. Flammengranaten. Ich behalte den erstmal. Ich behalte das Ding erstmal. Ich kann mir vorstellen, dass ich das zumindest brauchen könnte. Ich glaube, der ist gegen Bossfight, in einem Bossfight halt sehr gut, das Ding. So, dann nehme ich die Flinte wieder und speichere nochmal. So, hier. Okay, das heißt, ich muss jetzt zurückgehen. Das scheiß Vieh umlegen wahrscheinlich. Oh, hierfür brauche ich einen Dietrich. Okay, ich habe ewig keinen mehr gefunden, glaube ich. Also wirklich richtig, richtig lange. Cool, das heißt, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Also, wir haben den Schlüssel, die Kurbel kann ich im Notfall draußen holen. Das ist nett. Und jetzt müssen wir in dieses Gartengebiet wieder reinrennen. Und, Moment. Oh, Spiel leckt. Okay, jetzt geht's wieder. Einfach dran vorbei. Rennen. Und dann... Ich hab die ganze Angst, dass hier irgendwas in dem scheiß grünen Gebiet auf mich zurennt oder so. So. Was ich sagen wollte. Hier dran vorbei und dann dieses komische Gartenhaus. Ich weiß nicht, was ein Haus es ist. Ich habe das vorher noch nicht wirklich gesehen. Ich bin gerade nicht mehr sicher, ob das neu ist. Aber das hier meine ich. Da muss ich jetzt rein. Soll ich mich erstmal umschauen? Bin ich von... Von da bin ich gekommen, oder? Ja, von da bin ich gekommen. Ziemlich sicher. Okay. Oh. Schatzfoto. Ist das nicht die Toilette bei mir drin? Soll ich erstmal hochgehen? Ich gehe mal stark davon aus, ich kann hier nicht. Oh, ich kann hier doch rein. Okay, guck ich erstmal hier oben anscheinend. Das ist dieses Splitterzeug, ne? Spalter, Spaltmittel, genau. Splitter, ja, Splitterzeug, so heißt das. Jetzt kriege ich natürlich nochmal Festbrennstoff. Leck mich am Arsch. Oh. Ich merke schon.
Ich merk schon, du Arschloch. Ich merk schon. Ich bekomme jetzt sehr viel Scheiße, weil es gleich einen Bosskampf gibt, stimmt's? Oh, ich hab doch eben gerade schon gekämpft. Warum denn nochmal? Wieso muss es denn sein? Ich hab doch gerade. Ja, fuck no. Da will ich definitiv nicht runter. Warum ist das? Kannst du irgendwie Licht anmachen? Ist ja dunkel hier. Okay, fuck. Ich will wirklich nicht. Ich habe sehr wenig Lust. Ich habe sehr fucking wenig Lust. Marguerite besiegen und ihre Laterne nehmen. Ist sogar eine Aufgabe, die oben links steht. Das heißt, wir haben sie doch überhaupt nicht. Wir haben überhaupt nicht gekämpft gegen sie. Das war nur so eine Anfangsform oder sowas. Kann ich überhaupt rein? Na, natürlich nicht. Das ist wahrscheinlich der Ausgang dann, ne? Da kann ich wahrscheinlich gleich raus, nachdem ich sie besiegt habe. Was geht denn hier ab? Ach, da kann ich gar nicht lang. Okay, gut, das heißt, ich muss da runterspringen. Und werde dann sehr wahrscheinlich direkt gegen die kämpfen, oder? Ach, scheiße. Okay, wo ist was? Da ist der Granatwerfer. Ich nehme zuerst die Flinte, kämpfe mit der. Und wenn ich ein bisschen verstanden habe, wie der Bosskampf funktioniert, versuche ich mal, die scheiß Granaten zu benutzen. Okay, let's go, Jungs. Das gefällt mir nicht. Sind da Spinnen dran? Da sind Spinnen auf der anderen Seite und ich habe keine Munition für den Flammenwerfer. Ich habe gar nichts. Das ist scheiße. Ich hätte ihn vielleicht mitnehmen sollen. Bitte sag mir nicht, dass die immer noch Insekten benutzt zum Kämpfen, weil dann hätte ich jetzt wirklich ein Problem. Weil ich habe absolut kein Feuer gerade dabei. Ein Tor versperrt den Weg, das ist korrekt. Ob ich das wegbrennen kann? Ob ich das wegbrennen kann, dann fällt das Ding um? Wäre eine Möglichkeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so funktioniert. Ah! Okay, ich brauche definitiv die Scheiße, oder? Ich brauche definitiv den scheiß Flammenwerfer und ich habe den nicht dabei. Leck mich. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ach, komm schon. Komm schon. Komm schon, warum denn? Okay, das könnte ich jetzt wirklich gebrauchen. Ich kann aber absolut nichts... Ich glaube, ich kann ein Schatzfoto wegwerfen, weil ich mir nicht weiß, ey. Ja, komm, scheiß drauf. Ich nehme das Ding und benutze das direkt. Schau mich noch ein bisschen um. Da ist was, okay. Das Ding ist awesome. Ich liebe das. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Item. Ah, das habe ich schon gesehen, das weiß ich ja. Dankeschön, das ist auf der anderen Seite. Das hilft mir nicht weiter. Oben, cool. Danke, Droge. Bist eine super gute Droge. Das Ah. Oh, leck mich. Warum guck ich hier überhaupt? Ich würde doch sehen, wenn hier was wäre. Ich hab die scheiß Droge an. Okay, leck mich am Arsch. Hier geht's nicht weiter. Es geht nach oben. Es geht. Nicht ah! Gott! Mach dir nur keine Sorgen! Ist die ekelhaft. Oh, fuck. Scheiße. Ich werde dich kriegen. Oh Gott, die lange Arme. Wir werden das klären. Heilige Scheiße. Okay, weg von den Fenstern. Oh mein Gott. Okay, ich muss auf das Ding da unten schießen, stimmt's? Oh mein Gott, das ist ekelhaft. Oh Gott, ich schieße einfach voll auf dieses Ding da. Ich weiß nicht, ob das... Ich habe das Gefühl, das ist gut. Okay, ich gehe nach oben. Ich gehe nach oben. Liegt hier irgendwas? Eine Käfer. Insekten. Spinnen. Alles ekelhaft. Wo ist sie? Ist sie oben? Was macht sie? Geh weg. Ich weiß nicht mal, ob das hilft. Fuck. Das war nicht gut. Okay, sie ist nach unten gegangen. Nee, nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Ich bin irgendwo hingefallen. Gefällt mir nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ach, hey. Ich schieße die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, das ist eine Stelle, wo ich drauf schießen muss. Okay, ich komme. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich fucking gut an. Es fühlt sich etwas an, was hier sehr weh tut und das gefällt mir.
Okay, ich laufe weiter. Komm, komm, komm her. Dumme Schlampe. Tut weh, was? Tut fucking weh. Wie viel Leben habe ich? Geht noch. Das ist gut. Keinen Ausweg mehr, Junge. Ja, ja, klar. Kraut, das nehme ich. Wo bist du? Oben. Da, okay, okay. Ich glaube, ich muss immer so ein bisschen verfolgen. Ich darf sie nicht wirklich aus dem Augenblick. Okay, was ist das für ein Scheißgebiet, ey? Das ist richtig ekelhaft für einen Fight. Muss ich nach oben wieder? Das ist gut. Ich glaube, ich sollte nach oben gehen. Trinkt sie da oben irgendwas? Ich glaube, das darf sie nicht machen. Ich glaube, das ist schlecht. Okay, fuck. Ah! Kannst du dich heilen? Kannst du dich bitte heilen? Kannst du dich bitte heilen? Kannst du bitte heilen? Kannst du bitte heilen? Dankeschön. Wo ist sie? Wo? Kann ich da überhaupt hoch? Fuck mal das. Nee. Das läuft aus, oder? Ich glaube, ich habe sie verletzt. Ich glaube, ich habe dieses Ding irgendwie aufgeschossen, was da drin war. Okay, wo muss ich lang? Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich treffe. Ich gehe nach unten. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich darf sie einfach nur nicht... Ah, hier ist was zum Einsammeln, das ist sehr gut. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt auf den Körper schießen soll oder nur in dieser... Ah! Keinen Zweck haben! Ich hab ihn! What the fuck? Sag mir nicht, ich bin tot. Dann bin ich nicht. Halt dich bitte. Halt dich einfach. Dankeschön. Okay. Okay. Lauf, 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 lauf! Fuck! Oh, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Oh, dieses Miststück. Dieses widerliche Miststück. Halt dich einfach. Komm. Ich komm nicht weg! Kannst du dich heilen? Ja, kann ich. Okay. Weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Irgendwo hin. Fuck. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Für die Munition ist gut. Die nehme ich. Lade ich auch schnell nach? Fühlt sich nicht so an. Lauf. Oh Gott. Das hat sich cool angefühlt. Das hat sich sehr gut angefühlt. Sehr gut hat sich das angefühlt. Lauf einfach weg. Ist sie da oben? Ich geh nach oben. Okay. Ich dachte, wirklich keine kommen, Stadtjunge. Ja, Stadtjunge. So nennt man mich. Da, ach, da. Oder? Wait, wo ist sie? Wo? Da. Hi. Okay, okay, okay. Ich muss nur gucken, wo ich langlaufen kann. Hi, 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 hi. Kommst du runter? Oh, ist ekelhaft. Ich geh nach unten. Ich fühle mich hier ein bisschen wohler als oben. Oh, fuck. Laufen, 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 laufen. Ist sie da oben? Okay, ich habe 20 Schuss mit der Pistole. Ich geh mal nach oben. Ist sie da unten? Es ist so schwer zu wissen, wo sie mal hingeht. Und es ist verdammt gut gemacht, weil die sich echt krass bewegen kann. Respekt. Das ist richtig unangenehm. Da. Okay. Ich glaube auch nicht, dass sie noch sehr viel aushält. Ich glaube, ich habe sie bald. Okay. Einfach entspannt weitermachen. Oh, fuck, ey. Ich hätte sie so wegbrennen können. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich sie mit Nicht-Brennwaffen überhaupt umlegen kann. Ich hoffe es einfach mal. Wo ist sie? Genau, was hast du davon, dumme Schlampe? Fuck, das sah nicht gut aus. Ich habe den ersten Schuss halt gesessen, den zweiten nicht so. Okay, sie haut ab. Chemikalie ist gut. Wo ist sie hin? Nach oben? Hm. Ist sie erstmal weg? Ist sie weg? Ist sie erstmal weg? Ich habe keine Ahnung. Bin ich gerade safe?
Soll ich Munition herstellen? Ich könnte das Ding... Oh, fuck. Wenn hier irgendwo eine Truhe wäre, wäre das echt gut, muss ich sagen. Okay, ich kann mir kurz vielleicht ein bisschen umschauen. Vielleicht ist hier irgendwas, was ich kurz mal machen kann. Ich kann nichts aufmachen. Hier kann ich rein. Hier war ich noch nicht. Ich werde dich kriegen. Oh, das ist nicht gut. Oh mein Gott. Ist es ekelhaft. Ich bin einfach nur weg. Okay, okay, tut mir leid. Ich wollte dich nicht ärgern. Oh! Und spring. Okay. Das ist der längste Bosskampf fucking ever! Nein! Scheiße, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Obwohl es mir noch relativ gut geht anscheinend. Ja, sehr viel. Und du? Du nicht so, ne? Oh, scheiße. Okay, einfach weiterlaufen. Ich weiß, ich kann da nicht so viel kommentieren, weil die fucking gruselig ist. Die ist ein bisschen zu schnell. Die ist echt schnell. Die wird schneller. Ich glaube, die ist bald tot. Oh, scheiße, ist unangenehm. Okay, habe ich noch mit irgendwas Munition? Ich habe fast nichts mehr Munition, oder? Ich habe noch zwei starke Schuss hier mit. Nein, ist nicht. Natürlich nicht. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss irgendwo neue finden. Oder ich muss sie abstechen. Das gefällt mir aber nicht. Okay, was ich machen könnte. Warte mal, ist sie verletzt? Sag mir nicht, sie war gerade verletzt. Oh. Was habe ich gerade eingesammelt? Nein! Fuck, leg mich nicht um. Leg mich nicht um. Lass mich einmal heilen. Lass mich heilen, lass mich heilen, lass mich heilen, lass mich heilen, lass mich heilen. Ich hab nichts zum Heilen! Fuck, okay, ich muss was herstellen. Okay. Heil dich. Und die Chemikalien mitnehmen. Dankeschön. Wo ist. Hi. Ich weiß nicht mal, ob ich hier Schaden machen kann, wenn sie so dranhängt. Okay, hier liegen aber immer noch Sachen rum, das habe ich gesehen. Okay, komm, komm her. Komm her, dumme Schlampe. Oh, es ist anstrengend. Ist das anstrengend? Oh Mann, ich kann hier überall nicht dran wegen der scheiß Spinnen, das ist so nervig. Okay, da oben ist sie. Okay, hier. Wo, wo, wo? Ich bin so nervös, ne? Ich werde so froh sein, wenn die tot ist. Das glaubt ihr nicht. Da ist sie. Okay, fuck. Wo? Da. Nein! Nö! Die darf auf keinen Fall auf mich draufspringen, weil das macht echt viel Schaden. Hab ich sie? Fuck. Okay, sie haut wieder kurz ab. Sie haut wieder kurz ab. Vielleicht hast du einen Moment, um da oben zu schauen, was da oben so ist. Ich hab... Wo ist sie? Was macht die da? Trinkt die irgendwas? Die macht hier... Die macht irgendwas. Fuck, 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 fuck. Keine Zeit dafür. No, fuck, keine Zeit für den Scheiß. Absolut keine. Oh Gott, das war's. Das war's. Das war's. Ich bin tot. Ich bin fucking. Das ist echt hardcore. Das ist echt hardcore. Ich weiß nicht genau, an was sie saugt da drin. Möglicherweise muss ich Dinger zerstören, an denen sie saugt. Habe ich irgendeine Munition? Zwei Schuss. Ich kann's vergessen, glaube ich, oder? Ich werde von einem fucking Moskito jetzt umgelegt, sag ich euch. Ach, ich muss runter. Das glaube ich dir. Oh Gott. Was habe ich eingesammelt? 16 Schuss. Okay, ich muss einfach nur hoffen, dass ich jetzt zufällig irgendwie umlege.
Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich weiß nicht mal, wo ich lang laufe. Oh Gott. Lauf einfach raus. Ich muss hier irgendwie erstmal rauskommen. Und nach oben. Oben ist vielleicht sogar besser. Oh Gott. Holige Scheiße. Oh Gott, die scheiß Insekten verfolgen mich jetzt durchgehend. Das ist ja richtig schlimm. Oh fuck. Fuck. Stirb doch einfach. Wie viel hält die aus? Ich muss einen scheiß Flammenwerfer haben, oder? Ich hätte einen scheiß Flammenwerfer haben müssen. Gut. Merke ich mir. Ich bin Idiot. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch schrecklich. Habe ich irgendwie Möglichkeit, mich noch zu heilen? Die ist so fucking schnell. Ich kann nicht an einem fucking Käfer. Ich sehe ja nicht mal mehr was. Dankeschön. Oh. Okay. Okay, ich habe Flintmunition. Die wird aber niemals reichen. Wo? Okay, da drin irgendwas. Ich weiß nicht, was sie da macht. Ich glaube, sie regeneriert Leben. Wenn sie das tut, wäre das schrecklich. Okay, sie sieht aber sehr tot aus, muss ich sagen. Was? Niemals! Oh mein Gott! Oh. Mach doch einfach tot, okay? Oh mein Gott! Oh. Hey, ich hätte sogar noch mal Leben herstellen können, sehe ich gerade. Fuck, war das hart! Ach du Scheiße, war der schwer! Und, okay, er war nicht unglaublich schwer. Also er war extrem schwer, aber nicht zu schwer. Das war richtig, richtig fair und balanced. Ich weiß, okay, ich will mir jetzt erstmal hier wirklich alles absuchen, weil ich glaube, hier liegt so viel Scheiße rum, die ich irgendwie möglicherweise verpasst haben könnte. Okay, was? Oh, hier sind die ganzen Käfer weg. Das gefällt mir sehr gut. Warte mal, was waren diese Dinger, die sie gesaugt hat? Ich hab das Gefühl, ich hätte die ganzen Nester, die überall waren, verbrennen sollen. Und ich habe es mir viel, viel schwerer gemacht, weil ich kein Feuer dabei hatte. Fände ich auch fair. Kann ich verstehen, dass es so gedacht ist, dass man hier eigentlich Feuer haben sollte. Das war der fucking Insektenboss und ich hatte den ohne Feuer gemacht. Bin mir nicht sicher, ob das so gut war. Ich finde übrigens aber gut, dass man den Gegnern ansieht, wie viel Leben sie haben, einfach daran, wie blutig die aussehen. Weil die war am Ende einfach komplett halb tot. Da wusste ich einfach, okay, ich muss es bald geschafft haben. Ich kann mir nochmal Leben herstellen, ist vielleicht sehr gut. Okay, ich habe sehr viel Brennstoff. Oh, scheiße. Der war wirklich, wirklich schwer. Aber cool. Sehr, sehr cool. Was? Er ist okay. Das habe ich die ganze Zeit gesehen. Ich konnte es aber nicht einsammeln, weil ich ganz so dran vorbeirennen musste. Ich weiß, ihr habt mir schon die ganze Zeit gesagt, da liegt doch was. Nimm das mit. Aber ich hatte echt keine Möglichkeit. Ich habe die ganze Zeit versucht, beim Vorbeilaufen einmal drauf zu klicken. Aber es klappt dann irgendwie nicht immer. Okay, wir haben es geschafft. Ich bin sehr stolz. Wie lange ist es? Wie lange aufgenommen? Oh, ich habe sehr lange aufgenommen jetzt. Aber gut. Ist mir auch egal. Das heißt, wir rennen zurück. Ich mache die Tür auf, guck, was da drin ist. Und dann haben wir vielleicht den Part auch geschafft. Ach du Scheiße. Hier drin sind, glaube ich, noch ein paar Sachen, die ich einsammeln will, oder? Ja, genau. Das meine ich. Dankeschön. Ist da eine Münze drin? Brennstoff. Scheiße. Toll, den wollte ich haben. Ich meine, ist nett und so. Aber es lässt euch auch ein bisschen... Ah! Aber wir können raus. Das ist gut. Oh, mein Herz. Ich hab so Angst gehabt, dass mich noch irgendwas killen könnte, nachdem ich sie umgelegt habe oder so. Ich weiß, dahinter kann ich raus, aber ich will erstmal überall gucken, ob ich vielleicht noch irgendwo, ja, sowas einsammeln kann. Okay. Oh. Ich habe halt echt alles gebraucht, was sie eingesammelt haben für den Bossfight. Der war wirklich übel. Ich weiß nicht, wie viel einfacher gewesen wäre, wenn ich... Ich habe nur hier Munition. Wenn ich Feuer gehabt hätte... Wäre wahrscheinlich wesentlich einfacher gewesen, vor allem gegen die scheiß Insekten. Und hier doch unterwegs mal die Spinnen da wegclearen können, das wäre sehr gut gewesen. Aber gut, das ging halt nicht, wie dämlich bin. Ach, ich muss hier rein, ne? Nee, das geht gar nicht. Na doch. Also doch, es geht schon, aber ich glaube, es wäre nicht so sinnvoll. Wow, das Ding habe ich nicht mal gesehen. Kann ich nochmal irgendwie... So. Was habe ich jetzt? Ich habe jetzt zweimal normales Leben, einmal starkes Leben.
Feuermunition und die Laterne. Ich gehe jetzt noch in die Laterne. Habe ich eine Münze? Ne, ich gehe in die Laterne umtauschen. Wo muss ich davon mal lang? Da hinten, ne? Ja. Und dann haben wir das auch erstmal geschafft. Das war anstrengend. Ich fühle mich körperlich richtig erschöpft und ich bin so happy, dass es mit den Insekten jetzt erstmal vorbei ist. Dass die Insekten jetzt erstmal erledigt haben. Ich bin wirklich, wirklich froh. Okay, ich hoffe mal, hier drin ist jetzt überhaupt kein Insekten mehr. Weil ich meine, die Insektenmutter ist ja tot. Scheiß Käfer, Alter. Okay, wo, ich muss hier dahin hoch und dann... Achso, das war meine Waffe. Das klang nach diesem komischen Klicken. Was ich auch höre, wenn diese Wackelmänner irgendwo sind. Ich dachte, einer von denen wäre hier. Okay, die Tür ist offen noch. Ne? Ja. Großartig. Sag mir, gib mir einfach jetzt nicht nur einen Gegner hier. Was zur Hölle? Okay, das war weird. Hier lang, ne? Oh, scheiße. Okay, hätte ich nicht einfach irgendwas anderes dranhängen können, jetzt mal ganz ehrlich. Das hätte auch geklappt, oder? Ist das der Geheimraum, von dem ihr geredet habt? Das ist ein fucking Kinderzimmer, Alter. Was geht denn ab? Okay. Nichts, nichts. Ich trau der Scheiße nicht. Ich habe so Angst, jetzt einfach zu verrecken. Aber okay, ich habe danach auch noch gespeichert, deswegen. Okay, die Atmosphäre ist gerade echt wieder richtig gut. Guck mal, wie dunkel das ist. Ist gerade ein Ball runtergefallen von der Decke. My family. Evelyn. Okay. Das sind immer die gleichen Schuhe, die sind sehr schön. Ich bin sehr angespannt. Meine Freunde, ich bin sehr angespannt. Okay, nett. Da geht's weiter. Oh, es ist eine sehr gruselige Atmosphäre. Das Ding wackelt. So schön. Es ist fucking dunkel. Top Atmosphäre. Wow. Ich will gerade gar nicht. Yeah, fuck you. Ich will. Oh mein Gott. Ich dachte, oben über mir wäre jetzt irgendwas. Ich will gar nicht so viel kommentieren. Weil die Atmosphäre ist so gut. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Moment mal. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Deswegen will ich mal kurz gucken, was da hinten war. Ah, hier geht's einfach nicht weiter. Okay. Oder doch? Moment. Weil das sind so Stellen, wo die gerne mal was verstecken, aber da ist nichts. Okay. Ich halte echt lieber so meine Waffe die ganze Zeit bereit. Ich glaube, ich war noch nie so sehr im Spiel drin wie in diesem Spiel. Bleib fort. Wow. Ach du Scheiße, das ist gut. Ach du Scheiße. Hier drin, oder? Nein? Doch, da ist es. Wait, what? Haus? Ganz unten an der Wand, unter einem Haus. Warte. Welches Haus? Ah, das Bett, also hier. Da ist was. Warte mal. Ja, kleines Haus, Bett und hinter dem Bett, hier ist das Kissen, also hier muss was sein.
Irgendwo hier ist was versteckt. Oder? Ja, hier. Oh mein Gott. Ich bin so nervös. Oh mein Gott, ich schätze, das ist er. Ich bin mir sicher, irgendwas wäre hinter mir. Oh mein Gott. Hi. Lass mich bitte jetzt einfach hier rauskommen, ohne dass ich angegriffen werde. Oh mein Gott, ich bin tot. Ja, fuck you. Ich will, die sind jetzt ganz viele von denen, oder? In diesem unglaublich fucking dunklen Gebiet, Alter. Das könnt ihr mir nicht antun. Ich bin sehr angespannt, wie ihr vielleicht merkt. Oh Gott. Hab ich den geone-shottet? Nein, hab ich nicht. Fuck. So, okay, zwei Schuss und... Doch nicht. Noch einen. So, okay. Ich muss theoretisch zweimal gut im Kopf treffen, die sind tot. Das ist sehr gut zu wissen. Ich würde ja wirklich gerne rausrennen, aber ich glaube nicht, dass ich es kann, weil das Gebiet ist viel zu eng. Ich glaube, ich muss echt langsam angehen und auf keinen Fall irgendwo mich in eine Ecke... fangen lassen. Sehr gut. Okay, der hatte irgendeinen ganz komischen Arm, Alter. Was geht mit dem ab? Okay. Safe? Ich hoffe, ich bin safe. Ich würde es gerne einfach abhauen. Raus aus diesem Haus und nie wieder zurückkehren. Ach du Scheiße. Okay. Hallo? Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Sie wird nicht da sein. Okay. Der Scheiße traue ich nicht. Der Scheiße traue ich absolut, absolut gar nicht. Wir haben jetzt 1 Stunde 20 aufgenommen. Das ist bis jetzt die längste Folge, Leute. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich hoffe, ihr findet das cool. Mir macht es auf jeden Fall viel mehr Spaß, so richtig lange Folgen aufzunehmen, gegenüber zu so 20, 30 Minuten. Weil man einfach so richtig, richtig in der Welt eintauchen kann. Alter, Leute, die Atmosphäre eben, das war Wahnsinn. Was war das? Das war echt krass. Spiel ist eingefroren, jetzt wieder da. Alter. Was habe ich denn alles dabei? Ich habe sehr viel Kram dabei. Okay, habe ich nichts für. Ich habe 5 Schuss mit der Flinte. Okay, die Flinte ist wirklich stark, merke ich. Also wirklich, wirklich stark. Das ist meine Lieblingswaffe, glaube ich. Und die hat mir auch geholfen, das scheiß Monster eben umzulegen. Ist hier irgendwas? Okay. Ich vertraue der Kacke nicht. Ist schon klar, dass die nicht wartet. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! War so klar. Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne Partner, dass du
für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Nun komm schon, sei Leck doch mich, nicht ja. so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank! Alright. What the fuck? Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Okay. Ist sonst irgendwas hier drin vielleicht? Jetzt sehe ich auch, dass es ja normale Menschenköpfe sind, worauf diese Dinger drauf wachsen. Ach du Kacke. Okay. Ach du Scheiße. Ach so. Genau, da war ja was drin. Okay. Gut, 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 gut. Was geben wir ab? Den Arm brauchen wir wahrscheinlich gerade nicht. Die Munition brauchen wir auch nicht. Die Waffe haben wir nicht mal. Cool, Brenner. Brauchen wir den Brenner vielleicht doch noch? Das haben wir rüber. Okay, den Granatenfeuer brauchen wir, glaube ich, gerade nicht, oder? Den nehme ich, glaube ich, nur, wenn ich meine, dass wir den Bosskampf vor uns haben. Das heißt, jetzt nehme ich nochmal den Brenner mit. Also ich habe dafür genug Munition. Krähenschlüssel. Ich behalte ihn erstmal. Ich weiß nicht, ob ich den brauchen werde, aber ich behalte ihn erstmal. Ich habe Schießpulver, ich mache ein bisschen Pistolenmunition. Einmal. Sonst irgendwas. Nee, sonst ist, glaube ich, alles so weit in Ordnung. Was ist denn, wenn ich Pillen mit dem verbesserten Zeug kombiniere? Ich muss kurz gucken, was dann passiert. Geht das überhaupt? Nervengiftgranaten. Pillen und starke. Ist das gut? Soll ich es mal einfach. Ich mach's einfach mal. Ich könnte mir vorstellen. Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Nachhinein irgendwann bei dem Bosskampf ganz gut sein könnte. Deswegen nehme ich es einfach mal rüber. Ich will sie jetzt nicht benutzen. Das nehme ich auch nochmal rüber. Und Spaltmittel brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, speichere jetzt hier. Und dann im nächsten Part schauen wir mal, wie es weitergeht. Puh, ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ weit in der Story. Ich glaube, wir sind jetzt vielleicht 2/3 durch. Hätte ich nie gedacht, dass es so schnell geht, aber wir machen noch sehr lange Parts. Ich hoffe aber, es geht noch echt lange. Ich hoffe, es geht noch eine Weile, weil es macht so Spaß und es ist so unglaublich gut. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Ich weiß gar nicht, wie viele von denen ich habe. Ich glaube, 5 oder sowas. Ich brauche auf jeden Fall mehr Münzen. Ich habe gar keinen Tape mehr gefunden in letzter Zeit, ne? Okay, dann würde ich sagen, was ist hier mit Part Nummer 4 von Resident Evil 7, wo wir den absolut ekelhaftesten und schlimmsten Boss ever gemacht haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Euer Corrupted. Bis dahin. Bye.